Ein herzliches Willkommen zu einem nächsten Teil von Fallout. Boah, wir sind hier gerade mit Hund unterwegs und unsere Power-Rüstung, die erste, mal 45 oder so, und wollen jetzt, wo wollen wir eigentlich hin? Wir wollen da unten hin. Kann ich da einfach hinklicken? Ja. Diamond City, ja, genau. Ah, ich komme mit der Steuerung noch zurecht. Ja, ich meine, die Tastatur ein bisschen zurecht. So. Diamond City. Diamondamite. Und ja, mal gucken, was uns da erwartet. Also alles erinnert mich sehr, sehr stark an Skyrim. Was? Ach so, okay, das nennt man. Es geht. Hi. Was hast du denn so? Dann lass mal sehen, was du so hast. Oh, ich habe von allem etwas. Patronen sind eigentlich nie verkehrt. 308 haben wir auch bloß und so viel. Ich weiß ja auch nicht, was wir in der Pistole eigentlich alles brauchen. 10 mm. Dann brauchst du dementsprechend natürlich auch Patronen. Kann ich jetzt nicht Patronen. Ach, das ist mein Inventar. Ich habe mehr als sie. Warum? Ja, zwei Pistolen, wenn sie eine abhaben. Ja. Kreuzschlüssel. Weg damit. Das lasse ich alles noch da. Wir haben noch hier, denke ich mal, genügend. Ehering, lass mal hier. Lederrüstung, Harnisch ist natürlich besser als das, was wir haben. Ich lasse es auch trotzdem. Das sind die Ts. Linker Arm, Bein. Wieso ist denn? Ach, die sind wahrscheinlich tot. Gesundheit 0. Deswegen werden die mir angezeigt. Ich lasse den trotzdem mal noch da. Wortanzug, verschweißt. Alles klar. Kaugummi, Quatsch. Todeskralle falsch. Okay. Diverses. Ein Ordner. Weg damit. A-Klammer brauche ich dann halt für die. Ja, Gewicht wert 3. Ah. Inflation, Leute. Okay. Okay, hier nehmen. Schraubenzieher. Haarbürste. Eine 8er Kugel. Wozu? Genug Flasche, zwei Gläser. Vielleicht ist das hier auch noch irgendwas, was wir brauchen kann. Ich behalte es. Das ist mein Schrott, das ist hier Schrott. Waffe. Kugeln. Ah, der hat ja auch einen Kaugummi, komisch. Oh, Haarklammern. Haarklammern nehme ich auf jeden Fall. Die brauchen wir dafür. Für das Knacken des ganzen Zeugs. Also kann man quasi immer mitnehmen. Das habe ich noch so ziemlich im Gedächtnis. Boah, eine Ladung Asbest. Geil. Mob. Also wenn sie sagt, dann ist sie jetzt von allem was, meint sie das doch so. Zehner Pistole braucht 10 mm, klar. Die braucht die 38er. Die braucht 5 mm. Ah. Kostet das mir irgendwas? Gewicht 0. Dann rein damit. Leuchtfackel, Schrotflinte. Ich würde sowieso keine Schrotflinte, das ist das, was ich eigentlich eher so nicht mag. So. Irgendwas sagt mir, dass ich das ein bisschen zu viel habe. Ne? Kriege ich nicht hin. Kacke. Wie mache ich denn das jetzt? Das ist ja doof gemacht. Jetzt kann ich nicht sagen, okay, dann nehmen wir das letzte wieder zurück alles. Ja. Bleibt mal stehen. Carla.
Ja. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Wenn du was kaputt machst, musst du es kaufen. Nee, ich glaube, die Patrouillen lasse ich noch übrig. Aber ich nehme die AH-Klammer und Hilfsmittel. Diverses. Und H-Klammern. So, und ich brauche jetzt schnell meinen Schrott. Ich brauche dich nicht. Gehen wir alle schon. Das hier hat man nichts gehabt. Hier hat man den Kaugummi. Und hier hat man. Ah, hier steht es nur da. Was. Ah, okay, man sieht es doch. Ist nicht schön. So, das heißt 35 kriege ich hier. Und das lassen wir jetzt einfach so annehmen. Hande bestätigen. Ich bestätige. Und ziehe meiner Wege. Viel Spaß damit. Ja. Gar nicht schlecht. Bist du hier fertig? Nein. Okay. Nicht selber einschreiten. Was ist hier los? Nur eine Meinungsverschiedenheit unter Geschäftsleuten. Judy sitzt auf einem Haufen Waren, die sie mir schuldet. Ich habe versucht, mit ihr zu reden. Aber anscheinend muss ich mir mein Eigentum mit Gewalt holen. Lust auf ein bisschen schnelles Geld? Hilf mir. Ich könnte noch eine Knarre gebrauchen. Oder glaubst du, du kannst sie zur Vernunft bringen? Ich rede mit ihr. Vielleicht können wir das klären. Sehr gut. Wenn was schief läuft, sind wir hinter dir. Ich gucke erstmal nach. Moin, was ist denn los? Hi. Ich habe gesehen, wie du mit diesem Giftverkäufer geredet hast. Er Gift? kriegt kein Geld. Punkt. Okay. Dealer nicht gesagt? Er hat meinen Jungen von Jeff abhängig gemacht, ihm den Dreck auf Kredit verkauft und will jetzt von mir das Geld. Dieser Mistkerl kriegt keinen einzigen verdammten Kronkorken von mir. Ich möchte dir helfen, Trudy. Was kann ich tun? Räum Wolfgang aus dem Weg. Ich weiß nicht, was er dir geboten hat, aber ich zahle 100 Kronkorken, wenn du diesen Jet-Dealer umbringst. Warum sollte ich dir helfen? Es sieht vielleicht nicht danach aus, aber hier kommen Karawanen durch. Ich habe Vorräte. Hilf mir, dann kann ich dir verkaufen, was du haben willst. Wolfgang und ich hatten eine Abmachung. Wenn ich die brechen soll, brauche ich mehr. Okay, ich gebe dir 125 Kronkorken. Yeah. Okay, Trudy. Ich räume das den Weg. Danke. Ich gebe dir von hier aus Unterstützung. Schnapp ihn dir. Okay, meine Gesundheit ist glaube ich niedrig. Wollen wir auch ein bisschen Stimmback einpacken? Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ach, ich kann nicht mehr stehen. Stehen mache ich nicht. Hier, für dich. Handeln möchtest. Mein Laden hat geöffnet. Klasse.
Aha. Komm. Waffen? Wo ist denn hier? Genial. Genugs Rache. Ein Sternenschwert. Haarklammer. Ich brauche noch ein bisschen Hilfsmittel. Deine Stimmpaks hier drin sind, glaube ich mir gleich damit raus. 200. Oho. Aber das Geld habe ich ja theoretisch. Wieso sind ja so wenig? Gesundheit brauche ich noch selber. Gut, dann machen wir es so. So schnell ist mein Geld wieder weg. Und hier sind nochmal Stimpaks. Alles gut mit dir, Junge. Gute Idee. So, jetzt gucken wir nach, was wir diese Louis hier hatten. Falls wir irgendwas wiedersehen. Ah, Kronkorken. Ah, perfekt. Kurz Metallrüstung, geil. Was ist denn da? Oder oh, doch irgendwo hier. Ah, da. Lederrüstung, Lederrüstung. Ja. Improvisierte Revolver. Nehmen wir Revolver noch. Hund hat was gefunden. Hund? Was hast du gefunden? Na los, zeig's. Zeig. Hä? Verstehe ich nicht. Ach, hier. Guter Hund. Muss meine Power-Rüstung irgendwo powermäßig aufrüsten. Die sind ja ganz schön lediert. Gut, HP ist wieder voll. Ach, durch das Update. Ich habe jetzt vergessen, dass ich mich dann eigentlich auch updaten kann. Ich schätze mal den Stats. Special. Skills. Nee. Hier sind Pluszahlen. Fantastisch. Muss ich mir mal einlesen, wie das funktioniert. Kann ich das nicht einfach hier machen? Später. Okay, ich denke, wir kommen noch ein bisschen klar mit der Welt. Dich. Ah, noch mal kurz speichern. Nichts drin. Enttäuschend, aber ist klar, nach der Apokalypse, dass die Leute auch irgendwann mal den ganzen Quatsch auch wegbauen, ja. Quasi ausschlachten. Ja, manchmal fehlen mir einfach die Worte. So, da ist nichts drin. Autos sollte man nicht so nachkommen. Die haben immer noch eine Menge Energie. Wilder cool. Na toll, das war's mit der Munition. Ich komme gleich mit. Oh. Na toll. Kommst nicht raus, wa? Also noch eins, noch eins. Hallo? Ach, keine Ausdauer, scheiße. Tötet keine Arme mehr. So. Was ist denn los? Gut, ich muss meine Bauerrüstung loswerden. Anscheinend funktioniert die jetzt nicht bald nicht mehr. Haarklammer, Imposition, Plünderer-Ausfit. Aber die Waffe ist schon alle und die. Toll. Aber was habt ihr eigentlich für einen Schrott?
Oh, das ist schon besser, allerdings. Nee, eigentlich nicht. So. Gut, dann werde ich meine Power-Rüstung los. Weil die Energie ist bald alle. Munition habe ich übrigens auch nicht mehr. Ich hätte noch die Minigun-Munition holen sollen. Jetzt kannst du mit dem hier auch nicht irgendwie doch, oder kann ich doch, irgendeine andere Waffe aussuchen? Keine Ahnung, jetzt mit der Pistole rum. Klar, geht. Gut. Aber hier haben eigentlich noch Zellen da, 38 Stück. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt irgendwie die Zellen jetzt erstmal Stück für Stück alle gemacht wird. Warte mal, ich hätte doch irgendwie noch bessere Waffen als das. Die benutzt doch quasi das gleiche. Ne, 38. Schaden ist ein bisschen stärker. Ne, gleich. Schaden ist weniger. Minigun hätte ich gerne. Aber hier. Dann nehme ich auch die hier. Die sieht so toll aus. Oh, Entschuldigung. Oh, jetzt ist mir das Ding abgefallen. So, ich hoffe, ihr könnt mich wieder hören und tut mir leid, wenn ihr jetzt am Kopfhörer wart und jetzt keine Ohren mehr habt. Mir ist das Mikro abgefallen, als ich mich bewegt habe. Da war nicht richtig dran wohl. So, na dann. Wir müssen weiter. Hier ist irgendein Teil. Ich laufe einfach mal hier lang. Ich sehe dann, hier gibt es eine ganze Menge. Also. Aber ich weiß dann. Eigentlich aus Skyrim irgendwann mal hast du eine Quest und 40 Episode noch mehr oder minder in der Nähe. Also du wirst definitiv dann vermutlich an dir den einen oder anderen Ort wieder auftauchen durch Quests. Deswegen. Ansonsten läuft man dann halt zweimal daran vorbei. Also bei Oblivion gab es dann ich glaub, relativ nah am Anfang eine Höhle, glaube ich, wo eine Banditen drin waren, wo du gleich am Anfang enorm schweres Zeug bekommen hattest. Was außergewöhnlich stark war. So, und da, naja, das war ja eigentlich nicht schlecht, ne? Wenn du gleich am Anfang gleich ein bisschen gepowert hast. So ähnlich wie jetzt hier mit der Power-Rüstung. Ja. Kriegst das mit der Power-Rüstung am Start. Also nicht, dass der Hund jetzt wieder auf Scheiße baut. Komm mal rüber hier. Also ich nehme mal ein bisschen Müll mit. Okay. Lass meinen Hund in Ruhe. Naja, du hast nicht ab, Meister. So. Ja, das biete ich mir nur Maulwurstfleisch, mehr ist es nicht. Ein Kickball. Was verfressen die Leute hier heutzutage? So. Was hast du denn eigentlich schön gemacht? Weil du machst ja Akrobatik, Hund. Tja, ansonsten ist das einfach nur Schrott.
Gut, na dann gehen wir auch wieder zurück. Schrott kann ich selbst. Ja, hier ist eine fette Fabrik oder sowas. Das ist relativ nah. Ja, aber das ist ja alles nah, ne? Das ist das Ding. Ne, geht leider nicht. Ins Wasser gehen wir nicht. Außer der Hund, der geht ins Wasser. Ah, das scheint frisch zu sein. Ne? Fertigungsanlage. Ja, die sieht doch ziemlich fertig aus. Feuerunterstützung. Hört ihr mit der Frequenz AF? Nein, okay. Gucken wir uns an. Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Mhm. Hier ist Gelände Halen vom Aufklärungsschub Gladius an alle Einheiten in Reichweite. Autorisierung Arx Ferrum 9-5. Unsere Einheit hat Verluste erlitten und wir haben kaum noch Vorräte. Wir erbitten Abholung oder Unterstützung an unserer Position am Polizeirevier Cambridge. Cambridge, okay. Hund? Wo bist du überhaupt? Da. Automatisierte Nachricht wird wieder. Gut. Hey, hast du eine Macke oder was? Halt doch mal still. Und? Gut nachladen. Habt doch eine Macke oder was? Ja, du kriegst leider Unterstützung. Na toll. Ey, das Ding kann doch gar nichts. Springen und laufen und springen. Ja. Gut, die macht Brauner. Mein Bein. Ich verliere mein Bein. Ich folge meinem Hund, der kennt den Weg. Klar. Mensch, Hund! Ah, ich sehe doch nichts. Habt ihr eine Macke? Ihr macht meinen Hund kaputt. Okay. Also die brauche ich die Stimpex nur für meinen Hund. Komm später mal wieder. Welche Leute da unten vergessen? Ah, hier drüben ist. Ah, oh, jetzt sind hier überall was.
Ja. Spiele. Ich will nur spielen. Die aber auch. So, Stimpak, gerne. Was? Ein paar Minen. Medics. Dass ich wieder ein bisschen zu viel Strahlung einnehme. Und jetzt meine Power-Rüstung. Ja, aber keine Ahnung, kümmere ich mich jetzt gleich drum. Es gibt bloß noch einen, so ein Louis, der noch von jetzt unten noch hochschießt. Den muss ich dann aber auch nochmal zeigen, dass das so mir jetzt nicht so ganz gefällt. Oh, ey, hier verläuft man sich. So, irgendwo hier unten war doch noch der Feind. Oder? Nee. Aber ich kann zumindest nochmal die Leute hier holen. Mac and Cheese. Gerne. Noch ein Gewehr. Hey, du bist ja wieder da. Ich dachte, ich hätte ein bisschen ins Knie geschossen. Oh Mann. Das habe ich. Ist eigentlich auch geil. So. Eichhörnchen im Stiel. Oh ja. Na gut, der ist dann vielleicht nicht mehr da. Ich werde ein bisschen was einsacken hier. Springmesser. Okay. Spielerpader. So, das brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt. Mal sehen, ob ich hier die richtige Waffen dabei habe. Genau. War schon ganz gut, wenn ich dann noch irgendwelche Waffen nutze, die... Ach, da oben. Und dann nehme ich schon wieder die. Oder die. Und weg. So. Toll, den habe ich erschossen, den nächsten mich bräuchte. Komm ich da jetzt rein? Über das Dach. Irgendwie guckt man da schon rein. Da. Zum Beispiel hier. Hund, hast du was entdeckt? Ja, meiner. Komm schon her, du Wichser. Alles klar, die haben sich entdeckt. Scheiße, 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 scheiße. Oh, toll, Hund, du. Kein rotes Fass. Nein! Hätte die Granate nicht gesehen. Na toll. Na gut, okay. Das ist dann mein Zeichen, jetzt aufzuhören. Oh. Müssen wir noch die Shorts dann nachher angucken, wie man das halt Favoriten F Schnellzugriff Stats Inventar Daten, ja okay. Null. Wir gucken mal nach, ob wir das irgendwie besser hinkriegen.
Vorbereitung ist alles. Gut, dann gucken wir jetzt noch, was sehen wir denn da nochmal an. Ja, ich zwei Pistolen, die sind 18, die sind mit 10 mm noch drin. Das Automatikpistole macht natürlich Feuerrate enorm, aber weniger Schaden. Ich brauche die eigentlich so nicht. Den hier könnte ich jetzt Favoriten bauen. Wie wollen das Favoriten? Cool. Mach's mal hier mit rein. So, und hier gucken wir, wo jetzt auf jeden Fall die. Ach, hier bin noch mehr. Ah, Gott. Mit Bajonett, geil. Mit Leuchtvisier. Ja, das nämlich ja jeder sieht. Aber das finde ich noch nicht schlecht hier. So. Ja, da auch sind's gut. Hilfsmittel. Stimpack ist auf. Ja. Ich kann nicht. Na gut, andererseits, ich kann immer wieder 0 drücken. Ist jetzt nicht so schlecht. Hier wäre es jetzt eigentlich eine Taste weiter unten eigentlich besser gewesen. Ich habe jetzt noch Minus und jetzt gleich. Dann lassen wir es mal 0. So, damit ich jetzt nicht noch mehr erschossen werde. Ach so, und das war es natürlich. Von mir aus. Ach so, doch. So. Ja, Moment. Diese Räderrüstung kann ich rausschmeißen. Die wieder nur mit rein. Gut. Gut. Ein was? Stirb. Gut, Zeit abzuhauen. Clever sind die Gegner nicht unbedingt. Halt! Halt! Stirb! Oh. Ja, ist mir aufgefallen. Okay, das brauche ich nicht. Stimpack, ganz geil. Ah, der taucht von alleine wieder auf, der Hund. Gut. Muss aber erstmal ein bisschen hier. Okay. Ich glaube, die Computer gehen nicht mehr. Kuvert, Lagerschlüssel, habe ich den? Hab ich. Hund, geh mal weg. Sprengstoffkiste. Geh mal hin.
So. Das wär's. Das ist leer, das ist leer. Mal kurz hier noch aufräumen und dann geht's dann weiter. Wollt ihr mich echt ein Billard spielen mit mir? So, Kirche ist leer. Och Mann, tut mir echt leid, ey, dass mir dann dauernd das Mikro abfällt. Ich weiß auch nicht. Heute ist ein bisschen schwach, ist Sonntag. Lazy. Wenn ich mal gucke, mal nach, wie ich das. Ach, hier den Aufzug nehmen können. Na, super. Ach so, hä? Okay, da geht's wieder raus. Durch die ganze. Ich geh doch gleich nochmal rein. Ich möchte das hier noch beenden. Und dann gehen. Aber danach machen wir Schluss. Ha. Nein! Ach so, ich sagte schon. Ach, die Kette. Ja gut, später. Wenn ich rausgehe, dann kann ich da wieder. Hä? Ja, ich weiß auch nicht, wo war die Kette gewesen? Wo war das versperrt? War das hier? Ja, das glaube ich. So. Also das hier baut. Statt hochzukommen, muss es den Weg gehen. Ach hier. Nee. Hast dich verpisst, was? Ja. Ich hab Angst. Aber wie komme ich denn da hoch, verdammt nochmal? Bist du da hochgekommen, Hund? Offensichtlich nicht hier. Ja. Ich komme her. Sekunde. Oh, ey, ich hasse das. Ja, cool. Ich nicht. Ich will mich verarschen. Der Hund war doch selber da oben gewesen. Wie hat er das hingekriegt? Okay, gut. Also ich will jetzt nicht mit dem Bot hier rumlaufen. Wenn ich da nicht hinkomme, dann kommt es nicht dahin. Oder ich springe einfach mal. Ich guck mal nach, ob ich hier mit dem richtigen Sprung reinkomme.
Er kann ja nicht gleichzeitig laufen und springen. Gut. Und hier geht's hier auch. Auch nirgendwo hin. Dann lassen wir den auch in Ruhe. Ist mir doch egal. Gibt's noch irgendwas hier drinnen? Nee. Hey. Habe ich Licht an? Ja, ja, leck mich am Arsch. Ich gehe jetzt hier raus. So, das war's. Reicht. Ich glaube, es läuft ja schon lang genug. Und ich fürchte, ihr habt mittlerweile keine Ohren mehr, weil ich hier mein Mikro zweimal fallen ließ. Ja, wir gehen jetzt bloß noch zurück auf die Straße. Und ja, das war's. Brauchen wir ewig zum Laden, komischerweise. Ich weiß nicht warum. Na komm. Ach, falsche Taste gedrückt. Kette aktivieren. So, dann bin ich wieder draußen. Ist ja eh nichts wirklich hier drin. So, na dann sieht man sich ja beim nächsten Mal wieder. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Hier sehe ich auch. Hund ist okay. Hund bist okay. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.